Ich hatte das auf YouTube gesehen. Kaufen Sie das dazu? Ich so, was soll das? Keine Ahnung. Da ist ja kein Größenvergleich dabei. Ja, stimmt. Ne? Das ist einfach nur so ein Ding so. Und ohne das, ja, das Popschutzteil. Ach so, okay. Ja, einfach nur so ein Stab. Nee, nee, genau. Aber das geil. Ist, ja, das ist muss ich Idee. Dann auch noch. Das auch noch ist die Idee dahinter, genau. So, lass uns mal kurz Quadrat machen. Wo ist Bildgrenze hier? Hier geht es mal noch weiter. Okay. Ja, dann können wir hier stehen bleiben. Ja, okay. Das Bild ist hier. Ja, ja, wunderbar. So. Die sind für uns hier? Ja. Oh, das ist ja fantastisch. Ich habe so einen rauen Hals. Ja, Wahnsinn. Ich kenne das nur nicht. Prost. Das ist auch schon die ganze Zeit. Oh. So, gut. Seid ihr bereit? Gut, na dann. Let's roll. Wollen wir das so. Wir machen das jetzt so ganz lustig und sagen, wir interviewen uns jetzt hier gegenseitig. So machen wir das. Finde ich total gut, ja, oder? Lass uns das so machen. So. Ja, willkommen, Con42, endlich. Ja. Yes. Dir auch, herzlich willkommen. Großartig. Der Hammer. Oder? Endlich, ja. Es ist lange her. Ja. Viel zu lange her. Die letzte Con war, wann war? 5 Jahre her? War das die erste auch? Ja, ne? Die erste, ja, genau. 5 Jahre, alter Schwede. Ja, also ich bin auf jeden Fall happy, dass wir es geschafft haben. Und ich freue mich auf jeden Fall. Zumal, ich muss sagen, für mich war so ein bisschen schon der Dezember ein total schöner Start, oder? Das kann eigentlich nie wieder getoppt werden. Oder? Das ist so ein Highlight. Man muss dazu sagen, wir beide haben Chris Roberts und Sandy Gardner kennengelernt. Ja? Und es war eine Hammerbar Citizen. Ja. Und das ist eine Sache, die ist wie man sich an sein erstes Mal erinnert. Ja, ne, das, genau. Das wird man nie vergessen. Das ist einfach der Hammer. Stimmt. Ne? Schöner wirklich. Vergleich, aber ja. Ne? Das reiht sich da so ein. Genau. Ich bin mir noch selber noch nicht sicher, was geiler war. Ja. Okay, kann sein. Ich sag mal so, ich fand einfach die Variante, dass letztendlich wir gefragt wurden und so nach dem Motto, könnt ihr das auf die Beine stellen? Ich meine, da machen wir ja nun irgendwie Himmel und Hölle Berichte, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich hätte Zelte gemietet. Ich hätte alles gemacht. Ne? Gar keine Frage. Und das war ja so ein witziger Teil, weil wir so dachten, Vorweihnachtszeit, weißt du, Berlin, Alter. Das war richtig. Aber ich meine, wir hatten gute Hilfe und wir haben es natürlich auf jeden Fall eine schöne Location gefunden. Kann man sich überall noch angucken, wenn ihr euch die Videos anschauen wollt mit den Interviews und sowas. Das war eine total schöne Veranstaltung. Und das hier ist es jetzt auch. Ich muss ja ehrlich sagen, ich war jetzt nicht beteiligt in der Organisation irgendwie. Nee. Und du ja auch nicht, nee. Ne? Nee. Ich wurde zwischendurch gefragt, ob ich irgendwie was im Streamer-Bereich machen will. Aber ich wollte so ein bisschen dieses Vlog-Ding mal durchziehen, für mich ausprobieren so ein bisschen. Und deswegen habe ich mich da dann nicht weiter involviert. Genau. Wir haben dann letztendlich auch für uns beschlossen, wir machen einfach das Kamerateam sozusagen, nehmen einfach auf, was wir an Bildern haben, streamen gar nicht, sondern gucken einfach, dass wir dann ein paar schöne Videos zusammenschneiden, dass man auch so ein bisschen das Gefühl vermittelt, was hier so ist. Denn das finde ich ziemlich, ist immer wieder cool hier, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Ist das immer hier? Nee, das letzte Mal war es auch, in Offenbach, aber es war in einer anderen Halle, sehr viel kleiner, sehr viel gedrungener, so meiner Erinnerung nach, ist ja auch schon eine Weile her jetzt. Das ist jetzt hier schon sehr viel freier, sehr viel offener. Ja. Ich denke auch, die Jungs und Mädels müssen sich wahrscheinlich für die nächsten Jahre wahrscheinlich noch eine größere Location suchen. Also weil ich glaube, die Con 42, wir haben uns da vorhin schon drüber unterhalten, ich glaube, die Comic-Con fing auch mal klein an. Ja, ja? Und wo ist es heute? Und ich kann mir vorstellen, dass das hier, gerade für die deutsche Community und wie viele Leute hier auch von Cloud & Pyrum Games rumlaufen, das wird das Event. Richtig. Kann ich mir wirklich vorstellen. Richtig. Also, und deutschsprachige Community natürlich hauptsächlich. Ich habe aber auch Iren gefunden. Ich habe Franzosen gefunden, die hier angereist sind. Belgier habe ich gefunden. Die haben sogar, glaube ich, für eine eigene Convention hier Werbung aufgestellt und so. Also es zieht schon so aus dem europäischen Raum natürlich zusammen. Und ich meine, dadurch, dass eben es auch so um die Ecke ist von Cloud Imperium Games hier, bietet sich das natürlich auch total an. Also mir macht es großen Spaß, einfach nur unterwegs zu sein. Wie ist es deine Erfahrung jetzt, wenn du hier durch die Gegend gegangen bist? Viele neue Leute, viele Leute wieder getroffen. Wie ist so dein Gefühl von der Crowd? Also ich war erschrocken, wie viele Leute mich doch tatsächlich kennen. Also wirklich, also Moment. Eigentlich wollten wir bei dieser Schnitzeljagd damit machen. Ja, keine Chance. Zeitlich einfach gar nicht drin. Ja. Ich möchte Yogi noch interviewen. Ich möchte Thomas Leimer noch interviewen, wenn ich ihn rankriege. Brian Chambers habe ich zum Glück schon. Ne? Ja. Mega cooler Typ, der Rockstar. Ne? Und so ein paar andere noch auf der Liste. Eben, also hier gibt es ja auch genug. Ne? Ja. Also Dan Truffin zum Beispiel wäre
Kann ich nur empfehlen. Ist ein super Interviewpartner, der Typ. Der ist hier? Ja, der ist echt? Hier. Dan Truffin ist hier. Ja, ja. Der lernt hier durch die Gegend. Also, Dan Truffin. Dich warum? Ja, ja, genau. Ist ein super Interviewpartner, ja. Kann ich dir wirklich empfehlen. Total lockerer Typ. Und vor allem ist er sehr gerne am Erzählen halt. Und das ist natürlich immer sehr dankbar. Geil. Von daher, nee, cool. Ja, und ich muss sagen, ich habe mich gefreut, so viele Leute wiederzusehen. Und zu sehen, dass die auch älter geworden sind mit der Zeit. So, dass man so das Gefühl hat, okay, wir sind so mitgewachsen, ne? Also mit dieser Community hier. Das finde ich total schön. Wer Sawyer noch kennt früher, ne? Vor genau. 5 Jahren, 6 Jahren, als es also anfing, ne? Crash Academy mit Dosa und Weezen noch zusammen. Genau, genau. Kleiner Spund. Ne? 8 Jahre heute an. Übrigens. 8 Jahre. Wahnsinn. Ja, man glaubt es gar nicht. Hier läuft übrigens einer rum, der sieht aus wie Weezen. Ja? Original, gleichen Augen. Ich dachte erst so, aber er sagte dann einen anderen Namen und dann dachte ich, nee, dann okay. Doch nicht. Dann noch, nee, die sind auch beide nicht hier, okay. Leider sozusagen, weil beide tatsächlich arbeiten müssen. Aber auf jeden Fall verfolgen sie es nach wie vor und es ist wirklich eine lange Zeit, die wir das jetzt hier schon machen. Und ich freue mich wirklich immer wieder Leute zu sehen, wo dann so siehst, okay, seit Anfang an so dabei. Ey, und ihr habt ja. Richtig gut die Kurve gekriegt, ne? Also weil das war ja damals auch nicht einfach für dich, da wirklich die Beine sind weggebrochen, ne? Du musst es alleine machen. Ja. Dann kam Sudo dazu, ja. Unterstützt sich da mega, das ganze Team, also wirklich ja. Hammer. Nee, ist ein schönes Team jetzt inzwischen und ich freue mich auch immer wirklich, dass wir hier auf so einem Event also zusammenkommen und irgendwie stapelweise Technik anbringen, weil jeder irgendwas mitbringt und dann geht es halt von hier aus los. Das macht für mich einfach ganz viel von dem Ding auch aus. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen einen Durchhänger im ersten Quartal jetzt dieses Jahr. So rein motivationstechnisch. Ging mir aber auch so. Ging, glaube ich, vielen so. Es war schwierig, ja, oder? Ja, es war einfach nichts da. Es war einfach so, aber das war ja klar, das ist diese Durststrecke, da musste man jetzt durch. Und ich glaube, wir haben es jetzt langsam geschafft. Ja. Ja, ja, die 3.18.2 genau. Ist live. Ja. Ich glaube, die 3.19 ist auch schon langsam. Ja, ja. Ne? Und ich glaube, wir haben das Gröbste überstanden. Ich hoffe, toi. Ja, aber es war wirklich wie Steine klopfen. Ja, zum Teil. So, dann sagst du, oh mein Gott, und so. Und dann guckst du rein und denkst, es geht alles wieder nicht. Und dann geht das wieder und dann verzögert sich das und so. Ich meine, wir wussten das alles. Du sagst, es war völlig klar. Trotzdem, in dem Moment, wo du drin steckst, ist es dann halt nochmal was anderes. Und ich glaube, wie hart es kam letztendlich, war selbst für Cloud Imperium Games ein bisschen erschreckend. Ja. Ich glaube, da haben die nicht mit gerechnet, dass das wirklich so hart wird. Ja. Ja. Aber ja. Ja, ja, es war nötig und es war wichtig. Und, aber hallo. Ja. Und ich meine, jetzt ist es dann auch schon ein anderes Spielgefühl. Also jetzt, wo man wirklich auch spielen kann. Ich habe die 3.18.2 gar nicht mehr testen können, das war jetzt so schnell. Ja. 3.18.1 war ich jetzt ganz gut noch drin. Und war ja ganz happy, als ich jetzt gelesen habe, dass gar kein so großer Wipe ist, dass sie gar nicht mehr alles jetzt weggenommen haben. Nee, so. Ich glaube, was ist denn gewiped worden? Ich glaube, die geliehenen Schiffe, glaube ich, ne? Ja. Gekauften Schiffe in-game, alle sowieso die ganzen Items in-game. Der Rest, also ich glaube, UECs blieben. Genau, das Geld. Merits sind geblieben, warum richtig. Auch immer. Ja. Merits, weil, naja, gut, egal. Rex for some reason. Und Ruf. Ja, genau. Ne? Ja, das ist, glaube ich, auch. Also eigentlich alles gut. Alles, was so den Fortschritt eigentlich gemacht hat, ist geblieben, genau. Ich glaube, das bleibt auch so. Erstmal jetzt. Ja, ja, genau. Und ich meine, gut, jetzt als nächstes Invictus Launch Week. Mit der 3.19 hoffentlich schon. Toi, ja. Wollen wir mal hoffen. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall wieder so das nächste greifbar. Aber ehrlich gesagt, diese Convention hier war für mich auch so ein Punkt, wo ich sagte, das gibt jetzt dir wieder den Antrieb. Ja. Es gibt so viel, wenn dir die Leute auf die Schulter klopfen, wenn du merkst, so für wen machst du das eigentlich alles hier? So, finde ich persönlich, ist für mich ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor. Also. Ja, ist wie Brian auch vorhin auf der Bühne gesagt hat, das Feedback von der Community gibt einem unheimlich viel. So, ne? Das ist einfach der Hammer, muss ich auch echt sagen. Ja, und eben nicht nur Cloud Imperium Games, sondern eben auch jedem einzelnen Content-Creator. Genau. Also, denn letztendlich, das kann man immer wieder nur sagen, hauptsächlich machen wir das, weil es anderen Leuten Spaß macht, dass sie das sehen können und dass sie daran teilnehmen können. So. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Und an so einer Convention kriegt man es so richtig schön, so wie bei den Bar Citizen. Das kriegst du richtig schön serviert und du kriegst die Leute direkt greifbar. Ja. Ich finde das total cool. Absolut. Ja. Total geil. Irgendwas, was du noch ausprobieren willst heute hier, was du noch nicht gemacht hast? Ich wollte eigentlich Lasertag spielen, weil ich Lasertag spielen ziemlich geil finde. Ja. Aber das muss man sich durch das Spiel erst freischalten. Ich weiß, ja, ja. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn das Ganze hier so Richtung Nacht geht, dass sie da
dann sagen, ja komm. Genau. Hoffen wir mal, genau. Bei Lasertag haben wir auch noch nicht gemacht, weil wir auch überhaupt keine Zeit hatten, an dem Spiel teilzunehmen. Ich habe aber mitgekriegt, Bahar Chan hat das mit ihrer Truppe gemacht. Die ist einfach. Die hat die losgeschickt und sie ist dann mit der Kamera hinterher. Also so hätte man es vielleicht machen können. Aber ja, mal gucken, das können wir uns angucken. Nächstes Mal vielleicht. Genau, richtig. Ja, auf jeden Fall. War super schön. Ich freue mich auf jeden Fall, so viele Leute hier zu finden. Und ich finde es total cool, dass wir hier auf diese Art und Weise mal in Ruhe zusammenkommen können. Jetzt lassen wir, glaube ich, ein bisschen den Abend so ein bisschen ausklingen. Auf jeden Fall. Ja, ich merke auch meinen Hals. Ich muss irgendwie. Ja, warum? Ziemlich viel Gerede. So, definitiv. Cheers. Und ansonsten vielen Dank für deine Arbeit. Ich danke dir. Ohne euch, dir, Knusper, wer alle da am Anfang war, hätte ich gar nicht angefangen. Weil das war so inspirierend, dass ihr den Leuten so gezeigt habt, so was für eine Emotion da drin steckt, wie begeisternd das sein kann, für ein Computerspiel zu bluten. Und ich habe das damals einem Kumpel von mir gezeigt, gesagt, hier, ach, guck, was das ist denn so? Und er hat gesagt, ey, du erzählst das so begeisternd, mach das auch. Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut, mach ich das halt. So, richtig so. Nee, ich finde das total toll. Ich meine, es ist doch genau das Schöne, dass die Community den Leuten zuschauen kann. Und es ist ja nun völlig egal, letztendlich, wem oder wie vielen Leuten man gleichzeitig zuschaut. Es ist alles möglich, es ist alles drin. Jeder hat seine Favoriten und jeder hat letztendlich die Leute, die einfach noch den Mehrwert reinbringen. Das finde ich ist einfach total toll. Ja. Muss ich auch sagen, nicht selbstverständlich für eine Gaming-Community. Das ist hier bei Star Citizen auf jeden Fall wichtig. In dem Sinne, danke Leute. Vielen Dank. Danke. So, Sawyer, mein Lieber, mach's gut. Danke für das gegenseitige Interview. Ich danke dir auch. War gut. Machen wir jetzt immer. Ja, finde ich auch so. Sawyer, Freunde. So, sehr geil.